So, und damit auch hallo auf YouTube. Wie ihr seht, das nächste Projekt. Ja, Baldur's Gate 3. Endlich. Cyberpunk will ja nicht, also haben wir da ein neues Spiel. Ausgeglichen, Entdecker. Das ist ein normaler Modus, ja. Komm, ist halt kein Ego-Shooter oder sowas, wo ich da irgendwie auf Fleisch mache. Komm, wir machen ausgeglichen, ein ausgewogenes Abenteuer voller herausfordernder Entscheidungen. Ja, go. Schauen wir mal, ob jetzt die ganzen Mods alle funktionieren. Ein paar haben ja funktioniert. Nein, du Hentai-Monster, nein. Na, nicht mein linkes Auge, ey. Ja, ich hoffe, man kann es ja so. Du willst das Schwibbelschwabbel nennen, ja. Die Tadpoles. Ja, dann haben wir hier nochmal unsere ganzen Charaktere. Naja, das ist hier das dunkle Verlangen. Das ist so eine Sonder. Klasse, genau. So, unser Liebling Karlach, eine Barbarin. Hübschi. So, wen haben wir noch? Will, der Warlock, Hexenmeister, mal einmal umdrehen, genau. Könnte man auch nehmen, weil ich mache gleich einen eigenen Charakter. So, wir haben wir da? Schattenherz. Bitte funk. Ich habe für sie extra eine Mod gemacht, damit sie andere Haare hat. Naja, aber ihr seht, das Gesicht ist anders. Ist halt ein hübscheres Gesicht. Also das andere Gesicht war auch nicht hässlich vom Vanilla her, aber das ist schon ein bisschen cuter. Zur Klerikerin. Dann haben wir den schönen Gale. Genau. Gale of Waterdeep, genau. Von hinten auch, genau. Dann haben wir das, Baldur's Gate 3 ist das Spiel des Jahres vom letzten Jahr, ein Rollenspiel. Wie ihr seht, wir haben ja diese Tadpole ins Auge bekommen. Das ist eine Sache, womit sich diese Mindflayer entwickeln. Und wir müssen halt, Hauptaufgabe ist halt, dass wir dieses Vieh aus den Augen rausbekommen. Weil diese kleine Male, sage ich mal, frisst unser Gehirn auf, manipuliert uns und so weiter. Also die Mindflayer bzw. Gedankenschinder können diese Viecher irgendwie kontrollieren.
Das ist schon ein cooles Spiel, ist das. So, haben wir dann Light Cell, eine Gedianke, so eine Alien-Rasse, sage ich mal, weil die können in verschiedene Dimensionen wechseln, per Teleport, und sowas, per Portale. Weil die Gedianke jagen ja die Mindflayer, und wir werden es ja eh gleich sehen, wenn wir das Spiel starten. Dann haben wir den Liebling der Massen, Astarion. Die Mod auch, die Mod hat auch funktioniert, weil sonst hätte er jetzt noch ein paar Falten hier und so. Aber ein schönes, glattes Gesicht hat der junge Mann. Ein Vampir. So, wir gehen aber jetzt hier rauf. Ich will jetzt nicht so einen komischen Elf haben, der die Augen zusammengekniffen hat. Warte mal, wo kann man die Rasse einstellen? Wenn nicht, mach mal gleich. Aber Namen, hallo? Moment. Arbeiten. Achso, kommt gleich. Jetzt ist erstmal so, oder was? Als Aussehen bearbeiten. Oh, Quatsch, ich muss auch fortfahren. Kann ich dann, glaube ich, das. Nein, zurück. Ach, da muss ich drauf drücken. Okay, gut. Erstmal ein bisschen zurechtfinden. Tiefling vielleicht? Was haben wir denn da eigentlich? Jetzt Unterarten. Mephistopheles Tiefling, okay. Aber Schurke will ich nicht sein. Ich will eher was anderes. Hätten wir sonst noch. Freiburg, Drachenblütiger. Oh, hier sind diese Drachen. Nee. Ein bisschen gruselig. Nee, machen wir den simplen Mensch. Als Klasse. Ich hatte zuerst an Bade gedacht. Bade mit. Achso, man kann die Unterklasse nicht auswählen. Bade hätte ich gedacht. Ansonsten. Was wollte ich sonst nehmen? Bade war einerseits. Zauberer war auch nicht schlecht. Nicht wilde Magie, sondern die Drachenblutlinie. Ja, stimmt, wir machen den hier. Kupfer, Silber, ja. Okay. Drakonische Abstammung Silber und da habe ich dann einen zusätzlichen Federfall. Aha. Das wäre beim Weißdrachen. Temporäre Trefferpunkte aus einer Quelle erhalten. Ja, pro langer Rast kriege ich eine zusätzliche Rüstung. Okay. Beim Silber, wie oft kann ich das einsetzen? Als Bonusaktion immer. Aber wann habe ich den Federfall? Wenn ich irgendwo rumklettern will. Nee, ich denke mal, das ist, glaube ich, besser. Beim. Auch erstmal. Nein, ich wollte nicht aussehen, wollte ich bearbeiten. So Schuppen dann im Gesicht, ja super. Bin ich ein Viech oder was? Oh Gott, nee, so hoch habe ich die Nase nicht. So ungefähr. Keine Ahnung. Rotfarbe, ein bisschen heller, würde ich sagen. Müsste passen. So, was haben wir denn noch? Alle Hautfarben. Okay.
Ach, das ist für die anderen Rassen auch noch, ja. Also könnte man sich so einen Hulk oder so, Hulk oder sowas erstellen, genau. Annahmen. Ach so, nee. Ja, die klassische Geralt-Narbe. Genau. Das ist die Ciri-Narbe auf der Nase. Das ist eher die Ciri-Narbe. Naja, egal, nee, keine Narben. Gut. Reife, was? Wenn die Arme sich verändert. Ach, Stirnfalten, nee. Seine Sommersprossen habe ich keine. Die Teleko? Ach, dieses da. Okay. Okay, das ist auf Standard. Das da. Ich meine. Soll ich mal drauf gehen? Man könnte ja mal. Man könnte es ja kurz ausblenden. Das ist ja wie bei Cyberpunk, wo man sich da unten alles auswählen kann oder was. Naja. Ja, danke, Tatsu. So, danke schön. So, Stimme? Where to next? Wow, das hat mich ja super gehört. What was that? Let's hope the locals are friendly. Das ist immer noch so schlimm. Hells, something just woke up down here. Be wary. Oh, it's opened. I wonder what's back there. Die für Stimmen habe ich noch. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Be wary. It's opened. Oh. More of those wretched things. What next? There's magic. Where to next? What was that? Ja, das vielleicht so. Gut, unbedingt die Haare. Ich habe die Haare nicht so. Lassen hier. Alter. Kann man machen? So, haben wir etwas, was ich auch habe. Ja, das habe ich nicht. Ich habe nicht die. Dankeschön. Für die ganzen Follows jetzt und auch hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. Übrigens, was ist das denn? Auch diese. Oh Gott, nee. Gut, haben wir nicht eine normale Frisur. Gott. Jetzt hier kommen was. Ah, ist nicht viel zu brav. Was ist da? Nee, sie ist so ein alter Lehrer oder sowas. Inzest. Tapferes Herz, aha. Ehregipfel. Also so wie geil die Haare hat. Nee, so will ich das nicht. Verdrehte Bosheit. Nein, ich habe keinen Zopf. Und vergleich dich. Achso, das hatten wir ja gerade. Drin ohne was? Okay. Okay, okay. Tricks. Jetzt gedacht, hier gibt es irgendwie sowas wie so ein
Undercut-mäßig irgend sowas. Art Bildschleife. Passt. Ja, halt nicht so lang. Ah ja. Genau, das ist die Frisur von einem NPC, den wir auch bald kennenlernen. So. Standard, Shikamohawk, nee. Schleife nicht gut. Ja, sonst ein bisschen längere Haare sonst. Dass ja alles durcheinander gemixt ist. Ja, und wenn man noch die Mods dabei hat, dann wird es noch mehr, genau. Neutrale Schwarz, genau. Eine Highlight-Farbe. Du musst mir einfach lassen, wir das so. Überforderung, ja. Ich habe jetzt auch hier Augen kann man so lassen, oder ist das braun? Die eher dunkler. Oder so? Nee, so. Oder machen wir so, komm, passt. Körperschmuck, also Tattoos und Piercings habe ich nix. Aber auch nichts, oder? Corpse Paint. Viele haben ja dieses eine da am Hals, diese. Das haben doch viele am Hals, sowas ähnliches. Nee, nee. Mein Gesichtsbehaarung, das muss ja unbedingt. Das kommt schon hin, genau. Also dunkel bin ich doch nicht. Ich muss mal mit der Hautfarbe noch mal gucken. Drachenblutlinie. Da kann ich jetzt ein aus keine Schuppen. Da mut er den Scheine. Das ganze Gesicht voll. Weil die Vorfahren Drachen sind, deshalb hat man ja dieses da. Oder ich nehme den Baden, aber ich würde eigentlich gern das nehmen. Ist das Weiß 5? Neunhilfe. Was dann? Oh, die ist leichter eher. So, dann haben wir alles, glaube ich.
Kingsmill. Goth. Oh Gott. Nee. Nein. Nichts. Hat jetzt was drauf? Nee. Oder? Nicht, dass er jetzt meine Lippen daraus gemacht hat. Hier ist eine ganz normale Farbe. So. Aber trotzdem. Muss ich mal kurz was gucken. Also passt nicht. Also ist schon ein bisschen. Vielleicht eher. Das ist hier so ein Gelbstich, ja. Ist zu dunkel. Doch eher so vielleicht. Und ein Ticken mehr. Ich denke mal, das reicht so. Passt so weit. Auch mit der Nase passt das. Meine ist ja auch eher so gerade. Hab halt nicht so ein vorstehendes Kinn, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Allgemeines. Können wir da noch irgendwas machen? Ah, Körperbau. Eine normale 1 2 okay, lass mal das so, komm, passt. Arme passen auch. Oder haben wir noch eine Frisur, die besser gepasst hätte. Warte mal, haben wir das irgendwo markiert? Da vor Herz. Das ist der Unterschied. Haare was kürzer. Na, ja, mal so kommen. Das ist mir jetzt auch egal. Lass mal so. Bearbeiten. Genau, wir haben jetzt Mensch, Zauberer, genau, den Sorcerer. Drachenblutlinie ist der weiße Drache, Zaubertricks, schauen wir mal. Wasserspritz, Licht, weiß nicht, immer bei, ah genau, Zauber. Auch so gute Sachen. Personenbezaubern ist eigentlich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man mit den Leuten spricht und sowas. Hat da irgendwas, was uns noch hilft? Schlussstrike. Feuer. Freunde. Das will ich behalten. Das Becken stattdessen den Schockgriff. Jetzt haben wir da unten irgendwas Eismäßiges? Ja, den, das Eismesser. Da ist 22 Schaden, der war ihr Frost. Ja, Frost würde ich sonst nehmen. Leid nur den halben Schaden durch Hieb, Schliff, Stich und Wurfangreifer. Klingt gut.
Ja. Ich sag mal, so könnte man vielleicht anfangen. Magic Meißel, das magische Geschoss, was hätte man sonst noch? Zum Feiern. Donnerwoge wäre nicht schlecht, um die Gegner ein bisschen wegzuschubsen. Magic Orb. Schlecht. Oder Leute bezaubern. Nicht. Komm, weißt du was? Na, toll. Das wollte ich eigentlich. Dann machen wir. Was haben wir da? Ein Rückzug. Auf jeden Fall. Nebelwolke, okay. Schiffsgeschoss, okay. No, das magische Geschoss trifft ja immer. Ach komm, machen wir das so. Ich denke mal, das reicht. Hintergrund, Scharlatan, du bist ein Manipulationsexperte, der zu Übertreibung neigt, Freuden davon profitiert. Dein Weg zum Erfolg führt über verdrehte Wahrheiten gegen und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Straßenkind, Soldatweiser, Vorzeit, Gildenkünstler. Adliger Sonderling, Unterhaltungskünstler, krimineller Akkubild. Ja, Fingerfertigkeit kann ich ja jetzt nicht nehmen. Tieren umgehen, überleben. Mit Tieren umgehen, ja, das nützt mir eigentlich auch nichts, weil ich ja kein mit Tieren sprechen habe. Überleben. Künstler. Dann muss ich dann da gleich noch was anpassen. Und dann, das vielleicht. Ja. Da kommt das hin. Siebzehn, 14, 10, 12, 17. Weisheit, Rettungswürfe, ja.
ist die Magier, also die Wizards, okay. Wir Zauberer haben das dann eher. Die Baden auch. Ich bin sonst überlegen, sonst einen Baden vielleicht zu nehmen. Ich stärke das ich auf 8. Ja komm, ich nehme den. Ich habe den ja jetzt ausgewählt, den jungen Mann. Also ist er es. So, Knochenhändler, Ringband, Schockgriff, Kältestrahl. Und zaubermagisches Geschoss. Ich hätte schon gern irgendwie so feuermäßig noch was. Den. Wie viel macht er denn? 1 bis 10 Feuerpfeil. Und ich hebe mir das alles für den Feuerball auf. Macht mehr Bums. So. Bums gesagt. Gut. Lachen wir den. Ja, passt soweit. Alles. Waffen, deutsche Kampfstäbe, Speere, Piken, Hellwagen, Gelben, leichte Armbrüste, leichte Rüstung, Schilde. Ja, passt. Gut. Fortfahren. Nennen wir uns. Chris. So. Go. Ah, der Wächter. Genau. Müssen wir jetzt dann auch auswählen. Ach komm, wir machen einfach mal meinen allerersten Videospielcharakter in einem Rollenspiel. Und zwar von Dragon Age Origins machen wir mal meinen Charakter, den ich damals hatte. Das war ein. So, alles. Remarkable. Good luck. Follow your instincts. Remarkable. Truly. Er hatte oben bei der Stirn hatte er, glaube ich, was gehabt. Ja. Ja. Ach Gott, ich bin ja kaum. Das hatten auch viele. So Tentakel, ja. Miau. Da kann da mal nicht schlecht aus das Ding da. Das kann ich so ein Spanier. Bam bam, was mir als Farbe? Hatte ich damals eine Farbe gehabt? Schwarz hatte ich, glaube ich, gelassen.
Ich muss die Haare anders machen, ey. So. Das ist ein dunkelblond, was er hatte. Ich denke mal, das passt. So. Augen. Blau war es auch, glaube ich, gewesen bei ihm. Grün war es nicht. Oder? Echt nicht mehr. Ja, nun war das grün. Ich glaube, das war grün gewesen. Ascarin hieß er ja damals. Der Daily Elf. Was hast du mit dem Tattoo? Ich will jetzt immer weiterkommen. Ah, genau das hatten ja viele. Dieses mit dem schwarzen Flammen, das hat ja fast jeder. Wenn das so die Instagram Reels siehst, hat ja fast jeder das genommen. Das sieht schon cool aus, dann lassen wir das so. Das Piercing hatte er nicht. Wir ziehen weiter. Elf. Wenn nicht. Passt. Was
ist in Nautilus, wo wir sind. Und da kommen jetzt die Pedianti auf ihren Drachen.